Einen wunderschönen guten Tag. Oder besser gesagt, eine wunderschöne gute Nacht, denn wir fahren heute das Szenario Nachtwechsel. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in Transom World 4. Guten Abend, Lokführer. Nach einem kurzen Aufenthalt hier in Rankweil zwischen den Passagierzügen werden Sie in Kürze nach Wolfurt abfahren können. Sorgen Sie dafür, dass die Lokomotive für unsere Abfahrt vorbereitet ist und rüsten Sie das Fahrzeug auf. Und genau das werden wir auch gleich tun, denn wir sind heute unterwegs mit der Baureihe 193, dem allseits bekannten Siemens Vectron. In dem Fall wieder in der Railpool-Lackierung. Und ja, hier in Rankweil lassen wir erstmal die Passagierzüge vorbeifahren. Unter anderem hier den ÖBB Talent der Reihe 4024. Der zieht direkt an uns vorbei. Und damit wir auch gleich rollen können, müssen wir aber erstmal unseren Zug startklar machen. Und das nennen wir eben Eisenbahner-Jargon aufrüsten. Aktuell ist der Stromabnehmer schon gehoben, allerdings möchten wir hier ganz kurz noch das Fenster runter machen, weil der Kollege vor uns wieder entgegen der Richtlinien geraucht hat auf dem Führerstand und wir wollen hier diesen unangenehmen Geruch loswerden. Und außerdem, genau, wir waren beim Stromabnehmer, möchten wir natürlich, nachdem wir den Führerraum aktiviert haben, den Stromabnehmer noch einmal senken. Oder wollen tun wir das eigentlich nicht, aber wir müssen es machen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir hier noch die Länderauswahl vornehmen müssen. Aktuell denkt die Lokomotive nämlich, sie seien in Deutschland. Das ist aber gar nicht der Fall. Wir befinden uns nämlich in Rankweil und Rankweil, ja, ist eben ÖBB-Streckennetz. Das sehen wir schon eindeutig an den Masten, an den Signalen, an den Fahrzeugen, die hier verkehren und natürlich auch an der Infrastruktur, wenn man da ein, naja, etwas geschultes Auge hat. So. Wir klicken hier einmal auf die 1, sind damit in der Länderauswahl, gehen auf 15 KV AT ÖBB, quittieren das Ganze mit der Enter-Taste, gehen wieder aufs Häuschen, landen damit im Startscreen und genau, können dann den Stromabnehmer wieder anheben, den kurz reintasten, der geht dann wieder nach oben. Wenn der am Fahrdraht angekommen ist, werden uns 15 KV Oberspannung angezeigt und ja gut, in dem Fall sogar 16, ist aber auch kein Problem. Das kann die Lokomotive ab und wir verlegen den Hauptschalter wieder in die Einschaltstellung. So, der Hauptschalter ist eingeschaltet. Dann können wir die Signalauswahl vornehmen. Wir möchten hier nämlich an der Front der Lokomotive drei weiße Lämpchen haben und hinten an der Lokomotive, ja, keine. Dann, genau, schalten wir uns die PZB noch ein. Das machen wir hier hinten, genauso wie die LZB. PZB an, LZB an. Federspeicherbremse ist schon grün, ist also ja im gelösten Zustand. Wer möchte, kann sich optional die SIFA noch hinzuschalten. Wir verzichten heute wieder drauf. Und genau, hier oben bei den Sicherungen kann man sich unter anderem das Thermofach einschalten. Wobei jetzt hier, ja, ist es als Leselicht bezeichnet einfach, der Sicherungsschalter. Das Makro findet man hier unten, aber ja, auch wenn jetzt hier geöffnet mit drin steht, brauchen wir uns da nicht irgendwie drum kümmern. Das ist hier entstanden, oder ja, in Standardausgangsstellung und wir haben das Makro trotzdem zur Verfügung. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, mittlere Zugart haben wir eingestellt. Hauptschalter ist eingeschaltet. Und genau, da der Hauptschalter eingeschaltet ist, können wir eigentlich los. So. Leichte Zugkraft vorwählen. Pultbeleuchtung noch einschalten. Und dann ab die Post, würde ich sagen, ne? So, Angleicher aktiviert, okay, kann er bleiben. Ausfahrt mit 60, wir befinden uns im PZB-Startprogramm, wählen hier direkt mal noch die Tacho- bzw. ja, aktuelle Fahrtinformationen uns auf die Mitte an. Außerdem verlegen wir den AFB-Faustersteller ganz nach vorne, möchten uns hier bitte noch die AFB aktivieren. So. Zugkraftstelle wieder ganz nach vorne und weiter geht's. Das Schöne ist jetzt auch, die Lokomotive befindet sich zwar noch im Startprogramm von der PZB, ist damit eben auch auf 45 km pro Stunde restriktiv überwacht, aber, und das ist das Coole bei den Siemens-Maschinen, durch das EBICAP-System müsste es hervorgerufen werden, dass die Fahrzeuge eben ja, innerhalb des Startprogramms oder innerhalb von restriktiven Bremskurven die ja, Höchstgeschwindigkeit an der Stelle nicht überschreiten. Und zwar nur in der Hinsicht, dass sie eben dann ja, quasi
diese Höchstgeschwindigkeit überwachen, aber das Fahrzeug jetzt nicht zusätzlich einbremsen. So, der Kollege wird kurz gegrüßt per Lichthupe. Und wenn wir aus dem Bahnhof raus sind mit dem letzten Wagen und da die letzte Weiche verlassen haben, das ist jetzt der Fall, dann können wir auch über die 60 km pro Stunde hinaus beschleunigen, nämlich bis auf Streckenhöchstgeschwindigkeit. Wobei, nicht ganz Streckenhöchstgeschwindigkeit, die beträgt nämlich aktuell 150 km pro Stunde. Korrektur. Der Zug allerdings darf jetzt hier im unbeladenen Zustand allerhöchstens 120 fahren. Das ist aber auch leider wieder vom Szenario nicht richtig vorgegeben. Deswegen müssen wir da manuell noch eingreifen. Verlegen die AFB hier auf 120. Du siehst, der Cursor von der AFB, das ist dieses gelbe Viereck, das blinkt aktuell noch. Das ist quasi jetzt die Vorwahl, die ich hier drüben eingestellt habe. Und um diese Vorwahl auch wirklich zu übernehmen, drücken wir jetzt hier oben einmal ganz kurz auf den AFB-Vorwahlgeber drauf und können damit die Geschwindigkeit dann fix einloggen. Und deswegen beschleunigt die Lokomotive jetzt auch nur bis auf 120. Ganz kurz für diejenigen, die hier neu dabei sind und nicht unbedingt was mit der Abkürzung AFB anfangen können. Es ist die automatische Fahr- und Bremsensteuerung. Man kann sich das relativ einfach übersetzen als Tempomat, wie man das zum Beispiel auch aus dem Auto kennt. Damit stellt man quasi die Höchstgeschwindigkeit ein, die der Zug aktuell fahren soll. Das ist jetzt nicht nur für die aktuelle Fahrt zulässig, sondern damit kann auch während der Fahrt gearbeitet werden. Und man hat eben so als Lokführer quasi die Möglichkeit, den Tempomaten zu nutzen. Das ist ein gewisses Zusatzfeature, was auf eigentlich mittlerweile allen gängigen modernen Elektrolokomotiven und auch anderen Fahrzeugen mittlerweile vorhanden ist. Es gibt aber auch heute noch Fahrzeuge, wo man eben keine AFB in dem Sinne hat, sondern eben entweder auf andere Hilfsmittel oder auf gar keine Hilfsmittel zurückgreift. Aber auch das ist zur Abwechslung ganz schön. So, wir tauchen in den Tunnel ein. Und auch wenn wir in Österreich sind und eigentlich hier, wobei, beim Vectron haben wir ja gar nicht das Problem, dass der Lichtkegel so immens stark ist, dann können wir es eigentlich auch wirklich machen und uns dran halten. Nämlich in Österreich ist es üblich, dass man in der höchsten Lichteinstellung fährt und immer dann, wenn einem Fahrzeuge entgegenkommen, separat abblenden muss. Das ist zwar etwas lästig, wie ich persönlich finde, aber es gehört eben einfach dazu. Abblenden können wir dann hier drüber, je nachdem, wenn wir eben ein Fahrzeug haben, was uns entgegenkommt. So, da es jetzt etwas zieht, machen wir hier mal das Seitenfenster hoch und vor allem auch die Geräuschkulisse wieder mindert. So, aktuell halt erwarten, beziehungsweise in Österreich heißt es Vorsicht. So, die E-Bremse erstmal voll reinhauen. Die 70 unterschreiten. Na komm, bremsen wir ordentlich bitte. Ich glaube, das wird nichts. Aber ganz knapp. Na, die Hauptluftleitung ist noch nicht bei 5 Bar, aber wir könnten es tatsächlich schaffen, ohne stehen zu bleiben. Huch, ich wollte nicht aufstehen. ich weiß, der C-Druck ist noch nicht ganz abgebaut. Na, nicht so viel Zugkraft. Wir wollen den Zug jetzt hier auch nicht zerreißen oder irgendwas. So, damit haben wir natürlich die Umschaltgeschwindigkeit gleich wieder. Vmax 45. Na gut, dann fahren wir eben etwas langsamer an das Signal ran. Ist für uns jetzt auch kein Problem, weil der Regionalzug vor uns wird uns wahrscheinlich eh gleich wieder irgendwo ausbremsen. Mit 120 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit oder eigentlich einer Durchschnittsgeschwindigkeit in dem Sinne auch von 120 km pro Stunde werden wir dem Regionalzug immer wieder auflaufen, weil der wahrscheinlich, das ist immer so eine grobe Faustregel,
bei einem Haltestellenabstand von ungefähr 5 bis 10 Kilometern, dass man da ja, mit 70, 80 fahren kann. Natürlich auch wieder abhängig von der Streckengeschwindigkeit, vom Fahrzeugtyp, von so vielen Einflüssen, der Geografie und. Das ist immer so ein bisschen, ja, Gefühlssache. Oder man rechnet es eben einfach kurz im Kopf nach. Das geht auch. Und genau, wir rollen jetzt hier erstmal mit ungefähr 20 bis ans Signal ran. Nicht genau bündig auf Höhe des Signals wollen wir anhalten, sondern immer so einen Sicherheitsabstand von 5 bis 10 Metern halten, dass man da eben nicht die Gefahr läuft, an dem Signal vorbeizurutschen oder vorbeizurollen, besser gesagt. So, die E-Bremse lege ich jetzt hier voll ein. Die wird jetzt im unteren Geschwindigkeitsbereich ja immer unwirksamer, beziehungsweise ja, fällt eben nicht mehr so stark ins Gewicht, einfach weil dynamische Bremskraft mit zunehmender Geschwindigkeit ansteigt. Na genau, und dann, wenn wir fast stehen und jetzt auch wirklich stehen, geht das Signal selbstverständlich auf grün. Wieso ist unsere Person jetzt aufgestanden? Das wollte ich nicht. Wir müssen hier noch ein Weilchen fahren. So, wir waren nicht ganz ausgelöst. So, Traktion kommt. Also ich merke gerade schon, das Bremsverhalten unseres Zuges ist sehr, sehr, sehr ja, gewöhnungsbedürftig. Es wirkt aber wirklich durchaus realistisch. Also das möchte ich jetzt an der Stelle nicht ankreiden. Weil man konnte es hier ganz gut sehen, wir waren schon bei 5 Bar mit dem Hauptluftleitungsdruck. Allerdings waren die Bremsen im Zugverband noch nicht ganz gelöst, sondern die Steuerventile haben noch gearbeitet. Das hängt einfach damit zusammen, dass auch wenn uns hier vorne ein Druck von 5 Bar in der Hauptluftleitung angezeigt wird, dass das nicht automatisch bedeutet, dass auch die letzten Bremsen hinten im Zugverband schon gelöst haben. Und deswegen ja, wartet man dann noch 1-2 Sekunden, schaltet dann langsam Zugkraft auch auf. Ich hatte nur das Gefühl, dass wir gerade eben schon zurückgerollt sind und habe deswegen schon die Zugkraft ziemlich hoch gedrückt. Allerdings, und das ist einfach Phänomen eines Simulators, hat man meistens auch hier nicht wirklich das Gefühl, arbeitet die Lokomotive schon, wie viel Zugkraft setzt sie tatsächlich frei, und das kommt dann eben manchmal ja, einfach in einem ganzen Schwall. Dann hat man quasi viel zu viel, als das man eigentlich haben wollte. So spannend wäre es jetzt natürlich für uns mal noch, wenn wir wüssten, wo der Regionalzug vor uns jetzt genau ist. Weil dann könnten wir nämlich so ein bisschen peilen, welche Geschwindigkeit wir fahren sollten. So, wir haben jetzt eigentlich, na gut, wir sind leicht über 5 Bar. Die Leitung ist leicht überladen. Aber der Angleicher wirkt ja. Kombihebel aus, also B, genau. Ja, das sind immer die ganzen Anzeigen, die man dann da drüben mit hat. Und genau, wir gucken mal ganz kurz in die Übersicht hinein. Jetzt hätten wir zum Beispiel abblenden müssen. Habe ich aber nicht rechtzeitig geschafft. Alltagbahnsteig 2. Ah, okay. Da sind keine Zeiten angegeben. Das gefällt mir natürlich sehr. So, für uns geht es erstmal nach Wolfurt und von Wolfurt aus dann wieder zurück. Oh. So, eine Schutzstrecke. Die kennen wir schon. Kurz durchrollen. Fahrradspannung ist wieder da. Dann können wir eintasten und da vorne sehen wir schon wieder Vorsicht. Ach, ist nicht da. Danke. Und keine Vorsicht mehr. Frei geworden.
Glück, dass ich dann doch noch nicht mit der Luftdruckbremse reingebremst habe. Die Pneumatik hat noch nicht gewirkt. 130 werden angepeilt. Ja, diesmal habe ich abgeblendet. Wenn auch etwas spät. Aber ich meine, es ist noch nicht so dunkel. Die Kollegen werden jetzt an der Stelle nicht wirklich stark geblendet. Also wenn man jetzt hier mal in das Licht reinguckt, das ist nicht wirklich stark. In der Nacht allerdings, da wirkt das dann doch schon sehr grell. Und ist dann auch wesentlich nützlicher als ja, zum Beispiel bei dem ein oder anderen Altbaufahrzeug. So, hier wieder Zugkraft auf Null. Wir lassen den Zug jetzt einfach rollen. Ich ahne schon, was uns als nächstes wieder erwartet. So, und wenn wir mal nach vorne gucken. Ach so, in der Außenansicht hat man keinen Zoom. Okay. Auch wieder was gelernt. Und innen drin auch nicht, aber das hängt, ja okay, das hängt mit was anderem zusammen, weil wir hier das T-Menü noch geöffnet haben. Also wenn man F1 drückt, dann kann man sich eben hier mit T dieses Auftragsbuch quasi anblenden. Und solange das aktiv ist, ist man quasi mit dem Scrollrad immer in dieser Auswahl drin. Und man muss T drücken, um das wieder zu verbergen. Erst dann ist die Zoom-Funktion wieder aktiv. Und dann geht bestimmt auch in der Außensicht das Zoomen, genau. Wieder richtig schön, wie das einfach so goldorange schimmert. So, da vorne jetzt. Vorsicht wieder. Na, jetzt sind wir ein bisschen im Gleiten drinne. Na, 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 na. Wir lösen mal die E-Bremskraft raus. Ja, auch wieder etwas stark runtergebremst, aber die 5 Bar haben wir direkt gleich wieder. Jetzt kommt genau das, was ich meine. Wir schalten jetzt nur etwas Zugkraft frei, um den Zug wieder allmählich zu strecken. Vorne ist frei geworden. Perfekt. Die Umschaltgeschwindigkeit von 10 km pro Stunde haben wir noch nicht unterschritten. Das gefällt mir noch besser, weil damit können wir jetzt direkt wieder hochbeschleunigen. Allerdings bleibt natürlich trotzdem das Blinken der PZB wirksam. Und wir müssen hier eben ja, das selbstständige Freiwerden abwarten. Aber trotzdem, bis wir bei 70 km pro Stunde angekommen sind, da vergeht sowieso einiges an Zeit. Und bis dahin hat sich die PZB von selbst wieder gefangen. Und auch hier wieder, ich hatte es schon in einer der letzten Folgen angesprochen, es ist eben richtig schön, dass die Simulation überhaupt nicht mehr so stark ruckelt. Sondern es ist jetzt hier wirklich ein sehr geschmeidiges Fahren. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das Video genauso schön rüberkommt, weil ich hatte gesehen, da waren die ein oder anderen Mikro-Ruckler noch mit enthalten. Aber hier auf jeden Fall auf dem Monitor kein Ruckeln festzustellen. Wirklich richtig, richtig schön. Ein sehr angenehmes Fahren vor allem auch. So, aktuell haben wir noch die PZB, die AFB über. Also mit der PZB-Überwachung drin. Gut, jetzt wird sich die Zugkraft gleich wieder voll entfalten. Und dann könnten wir wieder theoretisch auf die 120 hoch. Wir gehen aber auch hier wieder nicht direkt auf die 120, sondern, ja, bei 80, 90 ist Schluss. Und das meine ich eben. Man kann das entweder ausprobieren, dass man eben, ja, einfach zusieht, dass man da jetzt nicht zu schnell wird und sich da eben so ein bisschen treiben lassen.
Genau. Minimale Zugkraft aufgeschaltet, damit der Zug nicht zu langsam wird. Und dann passt das. Ja, in den Stationen übrigens auch abblenden, damit man auch die Personen am Bahnsteig nicht unbedingt blendet. Aber das ist dann wieder ein bisschen Ansichtssache auch, ne? So, E-Bremse rein. Ein weiteres Mal Vorsicht. Also ich steuere doch den Luftdruck relativ stark ein. So, 110 gelten dann hier. Wir verstellen also den AFB-V-Sollstelle auf die 110. Auch hier wieder ganz wichtig dran denken, den AFB-V-Sollstelle auch quittieren, dass er wirklich die 110 übernimmt. E-Bremse bleibt bitte eingelegt. Gerne auch auf beinahe volle Leistung. Denn die hilft uns eben auch auf der einen Seite, dass wir A, die mechanischen Bremsen nicht so stark beanspruchen müssen. Also die, die auf Reibkraft bremsen. Und auf der anderen Seite haben wir den Vorteil, dass wir Energie zurückspeisen können in die Oberleitung. Und dadurch eben auch ja, die Stromrechnung für das Fahrzeug, also das, was das Fahrzeug an Traktionsstrom braucht, dass man das eben gewissermaßen ausgleichen kann. Ja, das Energieäquivalent können wir jetzt auch hier drüben sehen. 130 Kilowattstunden sind hier so gelb eingefärbt und 318 in blau. Das Blaue ist unser Verbrauch und das Gelbe ist der Anteil, den wir wieder zurückgespeist haben. Also gut ein Drittel ist das immer so. Ja, ist einfach systembedingt, dass es meistens so aussieht. Beziehungsweise hängt halt auch mit dem Grad der Rückspeisung zurück. So, die 70er Überwachung ist drin. Und hier wieder Vorsicht. So, ein Einfahrsignal. Aber das schaut mir noch nicht aus wie Wolfurt oder so. Erstmal kommt die große Maschine hier durchgerollt. Genau, wir sind in Dornbirn. Besser gesagt Dornbirn-Schorem. Da geht's über die Brücke. Aber allzu weit ist es eben doch nicht mehr. So, Zugkraft wieder auf Null. Fahrzeug rollt. 120 sind wieder zugelassen. Ich wollte mal noch austesten. Ja, der Zuglängenmesser funktioniert auch. Sehr cool. Wird uns hier drüben angezeigt. 330 Meter jetzt noch. Jetzt noch 300. Der Zuglängenmesser funktioniert nach dem Prinzip, dass er die ja, in den Zugdaten eingegebene Zuglänge nimmt und anhand der Radumdrehungen dann quasi die Wegstrecke abmisst, die der Zug gerollt ist. Und durch das Doppelklicken können wir quasi einen Punkt, einen virtuellen Punkt auf der Schiene markieren, also auch bei den echten Lokomotiven. Und der Rechner in der Lokomotive rechnet dann aus, wann diese Wegstrecke zurückgelegt wurde. Und wir wissen dann, dass wir jetzt gleich, genau jetzt, die, ja, diese Meteranzahl eben runtergefahren sind. Und ja, können so zum Beispiel relativ entspannt das Ende eines Weichenbereichs markieren und wissen eben auch genau dann, wann wir mit dem Zugschluss aus diesem Bereich eben raus sind. So, wir sind jetzt aber erstmal noch im Bahnhof, haben allerdings schon ein grünes Signal vor der Nase dort vorne, können also beschleunigen. Bis zu 70 km pro Stunde können erstmal gefahren werden und die 120 können auch hier wieder an der AFB eingestellt werden. So, die direkt selektiert. Genau. Ja, das Signal steht echt ein bisschen ungünstig. Also die Signalposition könnte man dadurch verbessern,
wenn man erstmal das Signal überhaupt auf die Bahnanlage selbst draufstellt und nicht irgendwie außen auf den Gehsteig, wo auch die Hälfte des Mastschilds mehr oder weniger verdeckt ist. Und dann hier vorne einfach wieder die 110. So. Und wieder 120, okay. So, und die können wir jetzt zum Beispiel wieder hier messen. So, ich gebe sie schon mal frei, aber fahren dürfen wir die erst ab jetzt. Genau. So, wer aufmerksam war, hat es schon gesehen. Es geht weiter wie erwartet. Und das war jetzt zum Beispiel halt ein bisschen, ja, schade, dass wir den Zug so hoch auf Geschwindigkeit hochgezogen haben. Also auf die 90 km pro Stunde. Und jetzt eben wieder einbremsen müssen. Und genau das ist eben eigentlich was zu vermeiden ist. Dass man quasi den Zug immer und immer wieder einbremst. Der Idealzustand ist eben dann wirklich der, dass man mit einer, naja, annähernd konstanten Geschwindigkeit hindurchrollen kann. So, wir haben ausgelöst, vollständig. Hauptluftleitungsdruck ist wieder bei 5 Bar. Allerdings trotzdem bleibt das Signal in Haltstellung. Wir haben in Österreich sehr, sehr, sehr oft, zumindest fürs Fahren ist es angenehm, den Vorteil, dass sie eben keine 500 Hertz Gleismagneten auf der freien Strecke herumliegen. Die 500 Hertz Gleismagnete findet man in Österreich wirklich überwiegend in Bahnhöfen oder an, ja, besonders gefahrdrohenden Stellen. Also da, wo Signale zum Beispiel irgendwelche schutzwürdigen Bereiche decken, sei das jetzt unmittelbar hinter einem Bahnübergang zum Beispiel. Oder beziehungsweise in Fahrtrichtung wäre es ja vor dem Bahnübergang. Aber ich denke mal, es ist schon klar gewesen, was da genau gemeint ist. Na? Aber jetzt hätte doch die... Jetzt würde die Lok über die 70 beschleunigen, ne? Die hätte jetzt voll freigegeben. Okay. Muss man ein bisschen aufpassen beim nächsten Mal. So, 120 waren hier angesetzt, ne? Genau, passt. Und in Wolfurt im Rangierbahnhof. Beziehungsweise, ja, eigentlich Verschiebebahnhof heißt es ja in Österreich. Wären wir dann auch gleich. Da hat man einfach die deutschen Begrifflichkeiten genommen. So, frei 60 erwarten. Ne, frei 40, Korrektur. Zweimal gelb, einmal grün. So, wir lösen schon wieder aus. Also nur die Druckluftbremse. Die E-Bremse bleibt bitte drin. Und das Gute ist jetzt auch einfach hier wieder, wir haben optimale Bedingungen. Also die Haftreibung der Lokomotive auf der Schiene ist wirklich perfekt gegeben. Es entsteht kein Radschlupf, kein Gleiten. Ja, da möchte ich auch noch mal ganz kurz ein bisschen einbremsen, bitte. Boah, nein, nicht aufstehen, nicht aufstehen, nicht aufstehen. Hier runter, 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 runter. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen zu schnell reingefahren. Normalerweise peilen wir nicht die Weichenspitze an, wo wir die Geschwindigkeit drauf haben, sondern eben wirklich das Signal, ab dem die Geschwindigkeitsrestriktion gültig ist. Jetzt leicht überhöhte Geschwindigkeit 41, 42. Das geht auch noch. Aber nach Möglichkeit wollen wir hier bitte eben mit 40 rein. Und das passt jetzt viel besser. So, da sind schon irgendwelche Wagen.
gerade wieder weiß umrandet gewesen. Ich nehme mal an, dass wir die gleich übernehmen dürfen. Mit der Lokomotive wahrscheinlich hier einmal den Zug stürzen, drumherum fahren. Wobei, wahrscheinlich werden wir an den dran fahren. Aber wir gucken gleich mal. Lassen uns einfach mal überraschen. Vielleicht kriegen wir auch die Containerwagen daneben. Oder wir sind irgendwo ganz anders hier im Bahnhof. Was ist denn das jetzt wieder für ein Haltmarker? So, wir stehen an der vorhergesehenen Stelle. Ziehen hier einmal bitte in VB. Zack. So, Richtung bleibt drinnen. Brauchen wir noch? Genau. Wir sperren aber trotzdem ganz kurz. Das Führer räumt hier wieder ab. So, jetzt sollen wir wahrscheinlich, genau, Fahrzeuge abkuppeln. Ach komm, wir machen es ordentlich. Ja, damit meine ich jetzt nicht, dass wir durchs Fenster durchgreifen. Auch nicht in Füllstoß. Ach komm, die lassen wir offen. So, jetzt erst das Weiche, dann das Harte. Hauptluftleitung öffnen. Zug einbremsen dadurch. Und wir können es auch gerne auf die Leiter stellen. Wenn das diese Mund. Nein, das auf gar keinen Fall. Ich möchte einfach nur den Zug abkuppeln. Jetzt. So. Hier raufklettern sollten wir unter einer Oberleitung erst recht nicht. Dafür gibt es auch extra die Symbole hier nochmal. Aber erstmal hier. Hallo, hier ist David Meyerhofer. Ich weiß, dass Ihre Schicht jetzt eigentlich zu Ende wäre. Aber wie es manchmal so vorkommt, ist ein Problem aufgetreten. Ich brauche Sie für einen, ja, irgendwas anderes. Moment, ich habe eine weitere schlechte Nachricht. Sie müssen sich so schnell wie möglich an Ihren neuen Zug auf Gleis 3 des Rangierbahnhofs 2 anschließen, um zurück nach Osten zu gelangen. Da Sie sonst hier hinter einem Passagierzug festsitzen werden. Bitte benutzen Sie irgendwas anderes, was wieder viel zu schnell verschwunden ist. Tut mir leid, dass ich Ihnen das überlassen habe. Die nächsten paar Tassen Kaffee gehen auf mich. Und das war wieder viel zu schnell weg. Also, wenn ihr den Text lesen konntet, könnt ihr es mir ja gerne unten in die Video-Kommentare reinschreiben, was da drin stand. Oder ich gucke mir das nachher nochmal im Video ganz kurz an. Aber das ist wirklich noch so eine Sache, also echt DTG, bitte blendet solche Meldungen viel länger ein, wenn es so immens lange Texte sind. Also zum Vorlesen ist es halt, ja klar, man kann es auch schnell vorlesen und runterrattern, aber du hast es gerade selbst gesehen, also in der Länge ist es eigentlich unmöglich, das ordentlich vorzulesen. Wenn man das selbst liest, ohne es zu sprechen, geht es natürlich wesentlich schneller, aber auch da, um wirklich nachzuvollziehen, was man davon einem möchte, ja, sollte das schon irgendwie anders gelöst werden. So, direkte Bremse geht in Lösestellung. Führerbremsventil ist damit bereit. Und den Federspeicher, den können wir so lassen. So, Verschubfahrt. Dabei schön langsam machen. Einmal vorziehen. So, wir ziehen die A4 mal runter auf 25. Zack. Dann können wir hier wieder Zugkraft reingeben. Normalerweise muss man auch beim echten Vectron hier zum Beispiel beim Fahrschalter den Kopf runterdrücken und kann dann erst den Fahrschalter aus der Nullposition heraus bewegen, um in den Traktionsbereich einzukommen. Für den Bremsbereich gilt das nicht, weil der quasi, ja, sicherheitspriorisiert ist. Mit anderen Worten, die Bremsung muss jederzeit einleitbar sein und soll eben nicht durch solche Spirenzchen unterbrochen werden.
Hier geht's dran vorbei mit Befehl 40. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Alles klar. So, bis nach Wolfurt Logistik 1 fahren wir jetzt. Das ist gut 1 Kilometer. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Signal wird quittiert. Vorne gelegt. Ja, so eine Verschubfahrt läuft in Österreich eigentlich auch genauso ruhig ab, wie das in Deutschland der Fall ist. Was mich mal noch interessieren würde, ob jetzt hier auch an der Seite... Ja, sehr cool. Ob der Seitenfahrschalter eben so bedienbar ist. Und es wirkt so. Ganz kurz folgendermaßen. Ja, das ist schon wirklich cool. Also so, Fahrschalter ist in Nullposition. Müssen noch ein bisschen nach dem Signal davon ausschalten. Nicht, dass wir jetzt hier zu viele Spirenzchen machen und am Ende dann übers Signal drüber schießen oder den Brellbock küssen. Das wollen wir nicht. Ich möchte jetzt aber noch mal ganz kurz Zugkraft hier aufschalten mit dem Seitenfahrschalter. Wenn es klappt. Nee, klappt irgendwie nicht gerade. Okay. Aber wir können gerne mal reinbremsen. Wir können ja mal versuchen, mit dem Seitenfahrschalter jetzt hier wirklich punktgenau anzuhalten. Das ist nämlich schon etwas schwerer. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die Lokomotive hier in Blau Zugkraft anzeigt. Ja, wahrscheinlich, weil sie tatsächlich Zugkraft freigibt. Das war mir jetzt zu heikel. Da ziehe ich dann doch lieber durch. Warum schaltet die Lokomotive Zugkraft auf? Wir sind hier in der Minusstellung. Oder? Ja, doch. Das ist die Minusstellung. Okay. Es sei ja so. Wir gehen hier. Ne? So. Wieder in die Stellung rein. Bremse wieder einmal auslösen. So. Nullstellung. Hat geklappt. Gut, dann sind wir eigentlich auf der Seite vorerst mal fertig. AFB. Nee. AFB. Das machen wir bitte so. Chuck. Ach, wobei, das brauchen wir doch gar nicht machen. Auslösen. Was mache ich denn heute nur? Federspeicher einfach anlegen. Und damit ist die Sache geritzt. So, PZB bleibt mal bitte auch noch an. Die können wir ja gleich drüben auf der anderen Seite wieder nutzen. Ausgelöst sind wir. So. Jetzt können wir es trotzdem absperren. Schlüssel raus. Den mitnehmen. Displays etc. lassen wir alles an. Genau. Dann würde ich sagen, steigen wir erstmal um. Gehen ganz kurz auf die andere Seite rüber. Ich weiß auch nicht, warum jetzt sämtliche Sounds wechseln von der Lokomotive. Als ob die automatisch aus wäre, wenn man den Schlüssel rauszieht. Das ist nicht wie bei einem Kfz, wie bei einem Auto etc., sondern wenn man da den Schlüssel rauszieht, dann passiert de facto mit der Maschine hinten eigentlich nichts. Die behält genau ihre selbe Geräuschkulisse bei. Füllt auf bis auf 5 bar. Perfekt.
So, dreimal weiß hier, dreimal weiß da. Zum Verschieben können wir das so lassen. Und jetzt fällt mir auch gerade auf, wir haben gar keine Oberleitung. Das ist zum Beispiel auch wieder so eine typische DTG-Sache, dass man in einem Szenario in ein Gleis ohne Oberleitung reingelotst wird. Ich habe aber tatsächlich auch gar keine, also in Deutschland wäre es eine EL6-Tafel etc. gesehen. In Österreich gibt es diese Kurzbezeichnungen nicht. So, Bremse geht in Lösestellung. Führerbremsventil ist damit wieder fahrbereit. Die Lokomotive rollt von alleine schon los. Nein, 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 das wollte ich nicht. Aber irgendwie hat es uns der Seitenverschalter jetzt auch angetan, ne? So, jetzt kommt hier oben plötzlich wieder Oberleitung. Nein, was? Also, ich fasse den Seitenverschalter nicht wieder an. So. Jetzt sollte er eigentlich deaktiviert sein. Ist er nicht. Oder? So, da ist die Nullstellung und in der Nullstellung beschleunigt die Lokomotive jetzt auf einmal von selbst. Eieiei, das müssen wir uns nochmal angucken. Beziehungsweise man hat ja jetzt auch so eine Funktion eingebaut. Wir können die ja mal testen. Erstmal speichern wir bitte ganz kurz zwischen. Nicht, dass dann hier irgendwas schief geht. Und hier gibt es noch einen Ich-Stecke-Fest-Knopf. Damit kann man die Simulationsphysik zurücksetzen. Das Ganze wird mit Ja bestätigt. Und dann gucken wir mal. Die Lok macht's immer noch. Also in dem Fall hilft es scheinbar nicht weiter. Na, ach. Also das ist echt schlimm. Dass dieses... Hätten wir es jetzt. Vorwärtsfahrt. Bremse ist gelöst. Ein neuer Versuch. Probieren wir es nochmal. Jetzt klappt's. Sehr schön. Jetzt können wir auch die Lokomotive rollen lassen. Ja, womit das jetzt genau zusammenhing, ich weiß es nicht, ob vielleicht der Seitenverschalter nicht wirklich in Null war oder ob die Bremse es hier unten vielleicht irgendwie noch durcheinander mitgebracht hat. Ich kann es dir so leider wirklich nicht sagen. Eins habe ich auf jeden Fall jetzt für mich mitgenommen, dass wir den Seitenverschalter erstmal hier auf jeden Fall in Ruhe lassen. Ja, das einfach so als kleiner Gag mit nebenbei. Zugkraft rein. Was ich auch ein bisschen lustig finde, wir haben jetzt den Führerstand hier aufgerüstet und uns wird trotzdem hier unten angezeigt, dass vorne die drei weißen Lichter gar nicht aktiv wären, aber die auf der hinteren Seite aktiv sind. Hinten sind die auch aktiv, aber hier vorne genauso. Das ist auch noch so eine Sache, sollte eigentlich anders sein. Das auch hier gerne mal umkonfigurieren. Vielleicht geht es dann hinten wirklich aus, aber ich bezweifle es. Das nimmt wahrscheinlich wirklich dann vom hinteren Führerstand die Information trotzdem und leitet die an der Stelle weiter.
Ach so, das Spiel hat auch noch eine Aufgabe für uns im anderen Führerraum drüben. Stellen Sie die Signalbeleuchtungsüberbrückung auf Signalbeleuchtung. Ja, damit ist wahrscheinlich dann gemeint, dass man das eben hätte umstellen sollen, damit man nicht mit einem hinten weißen Licht fährt. Ich meine, hier im Spiel können wir jetzt einfach rausfliegen mit der Kamera und können uns das eben angucken. Auf der echten Lokomotive vergisst man sowas aber dann doch wirklich mal leicht. Ich habe das schon so oft gesehen, dass irgendwo Fahrzeuge mit ja, falscher Spitzensignalisierung rumgefahren sind oder auch teilweise mit ZG2 etc. Aber ein ja, freundliches Winken bzw. ein Anruf übers Zugfunkgerät kann da schon mal Abhilfe schaffen. Wenn man entweder die Nummer vom Kollegen kennt oder eben auch beim Rangieren, ja, die Fahrzeugnummer. Gegebenenfalls kann man es auch so machen, dass man beim Fahrdienstleiter anruft, dem Bescheid sagt, hier Zug XY kam ja an der und der Stelle, also an dem und dem Kilometer der Strecke entgegen. Kannst du mal ganz kurz rumklingeln und zusehen, dass er seine Spitzenlichter richtig einstellt. Und dann freut sich der Kollege da auch drüber, wenn er die Information kriegt. Weil im Endeffekt schützt es ihn selbst natürlich auch. Und das soll natürlich jeder von außen erkennen, dass es sich dabei eben um eine, ja, entweder Verschub-, Rangierfahrt oder Zugfahrt handelt. Und genau dafür sind ja auch die Spitzenlichter da. Wieso steigt die Person jetzt hier wieder, schon wieder auf? Also das ist wirklich so eine Sache, verstehe ich nicht. So, wir müssen definitiv hier in das ASIC dahinter. Und dann suchen wir uns mal wahrscheinlich das nächste Verschubsignal. Was könnte dann das hier vorne sein, hinter welches wir dahinter fahren müssen? Laut Fahrwegbeobachtung geht es auch irgendwo hier drüben rein. Ob die Weiche jetzt auf Abzweig liegt oder nicht, kann ich noch nicht sehen. Und ja, sie liegt auf Abzweig. Also wird es wahrscheinlich das hier hinten werden. Oder eben der Bock. Der Bock geht natürlich auch. So, E-Bremse können wir hier voll einlegen, ist kein Problem. Und dann. Wieso? Okay, das lag jetzt an mir. So, dann verlassen wir einmal hier die Seite. So, dann können wir hier erstmal wieder absteigen vom Bock. So, ich lege trotzdem mal den Federspeicher noch mit an. Nein, dahin, so. So, wir gehen wieder runter. Einmal auf die andere Seite gewechselt. Dann wieder nach oben. Hier angekommen, Führerstandtür schließen. Auf den Sitz draufsetzen. Schlüssel rein, Führerraum aktiviert. Fahrtrichtungswende nach vorne und abgesperrt war es nicht. Kombihebel, ja, verlegen wir jetzt nicht einfach nach vorne, sondern wir gucken erstmal, ob uns denn überhaupt die Verschubfahrt genehmigt ist. Und das ist nämlich noch nicht der Fall. Dann möchten wir ganz gerne. Ja, mal anrufen beim Fahrdienstleiter, warum das noch nicht geht. So, fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Okay.
Okidoki. Dann können wir los. Oder auch nicht, weil die Lochbremse noch angelegt ist. Angleicher aktiviert, ja, aber das hindert uns ja nicht. Oder ist der... Ja, doch, der Federspeicher ist noch wirksam. Zack. Grün. Und Befehlstaste. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ui, Zugbeeinflussung. So. So, bis wohin fahren wir denn jetzt? Wir haben 530 Meter vor uns, 25 Wagen, okay. So, und jetzt siehst du schon am Hintergrund, da geht einfach die Sonne langsam unter. Und wir bekommen so einen, ja, orangenen Schimmer im Himmel. Und jetzt kommt eben auch wirklich der Zustand zum Tragen, den der Szenariotitel eigentlich hat vermuten lassen. Nämlich, wir fahren in die Nacht hinein. Beziehungsweise die englische Übersetzung hat dann wieder im Deutschen daraus Nachtwechsel gemacht. Auch wenn ich das den Begriff Nachtwechsel so überhaupt nicht kenne. Weil Nachtwechsel würde für mich implizieren, dass die Nacht zu einer anderen Nacht wechselt, aber das ist halt einfach so. Und genau, wir fahren jetzt schön langsam wieder an den Zug ran. Elektrische Bremskraft hier reingeben. Was wir auch mal noch machen können. Nochmal zwischenspeichern. Nein. Oh, naja, gut. Jetzt hat es die Lokomotive völlig übertrieben. Das wollten wir so nicht. So, aber sie dürfte... Ja, reicht das in TSW für Kuppelbereitschaft? Ja, in TSW reicht das. Da wird die Lokomotive einfach mit einem Elektromagneten an die Wagen rangezogen. Zieht sich da ein paar Flachstellen in dem Moment noch mit rein. Aber in TSW geht das. So. Einmal durchgezogen, das Spiel will es bestimmt gleich wieder von uns haben, ne? Rüsten Sie den Führerstand ab und wechseln Sie den Führerstand. Jo, machen wir. Dann... So, zack. So. Zack. Weil ich nicht weiß, was auf dem Fahrzeug hier wirklich passiert. Nicht, dass sie da irgendwelche eigenen Gedanken hat, das Fahrzeug. Und, nee, nicht raufsteigen. Ich kann die Tür einfach nicht schließen. Kommt hier was? Nein. Ich kann die Tür ab jetzt. Jetzt geht es. Okay. So, auch hier ein neuer Versuch. Rauf in den Führerstand. Tür zu, Fenster ist oben. Tür zu, Fenster ist oben. Okay. So, hinsetzen. Schlüssel wieder rein. Zack, zack, zack. Hier ist David nochmal. Sie können losfahren, sobald Sie sich bereit und das Signal es erlaubt. Sobald Sie bereit sind und das Signal es erlaubt. Ich bin Ihnen auf ewig dankbar, dass Sie ja wahrscheinlich zu kurzfristig eingesprungen sind. Wie auch immer. Wir lösen die Federspeicherbremse wieder aus. PZB an, LZB an. Signallicht auf Auto. Und. Führerbremse sind hier in Fahrtstellung, bitte. Noch eins. Zack. So, wir dürfen wirklich schon ausfahren, okay.
Dann HL-Druck ist auf SB-Niveau. Da müssen wir wahrscheinlich noch einen Moment warten. Ja, aufgesperrt haben wir ja. Nee, Füllstoß wollten wir jetzt nicht. Füllen haben wir auch drin, aber es verändert sich nichts. Ja, ich ahne, woran das liegt. Wir machen das mal noch ganz kurz so. Nochmal Tür auf. Nochmal runter. Nochmal die Tür öffnen, die wir nicht wieder zukriegen. Ah, jetzt habe ich den Schlüssel wahrscheinlich drin gelassen. Da wird es nicht gehen. Ach doch. Doch, okay. Ich glaube, Motive macht's mit. Nee, aber daran liegt's nicht. Mhm, will sie nicht? Okay. Fahrtrichtung sind neutral. Bremse wieder absperren. Zack, Schlüssel raus. Ach. Das könnte es noch gewesen sein, doch, dass die Lokbremse. Wobei, nein, dann geht nicht der HL-Druck runter. Zack, wieder raus. Upsala. Zack. Fenster zu, hinsetzen nochmal. Schlüssel wieder rein, umdrehen, vorwärts fahren. So. Ansonsten schalten wir den Kompressor nochmal manuell an. Aber eigentlich, das ist nicht das Problem. Der müsste eigentlich los. Oh, jetzt hat er... Oh nein. Jetzt hat er die Lokomotive komplett abgerüstet. Ich dachte, er setzt einfach wirklich nur ganz kurz die Eingaben zurück, aber dem ist nicht so. Gut. Lokomotive nochmal aufrüsten. Jetzt hat er die hier komplett gekillt. So, gewechselt hat er schon. Hauptschalter wieder rein. Ja, jetzt können wir nochmal neu durchkonfigurieren. So, das nimmt er. Zugsammelmaschine bleibt aus. Haben wir uns vorher noch gar nicht angeguckt eigentlich, ne? Aber da wir die ja selbst nicht eingeschaltet haben und auch unterwegs eine Schutzstrecke hatten, dürfte die eigentlich so oder so nicht aktiv sein. Okay, PZB und LZB müssen wir natürlich noch aktivieren. Zack, zack, wieder erneut. Federspeicher auch nochmal selbsttätig hier in Lösestörung bringen. Nur die Pultbeleuchtung bitte. Und dann können wir los. Gut. So, Lokbremse lösen. Und wir setzen uns in Bewegung. Als nächstes geht es durch Schwarzach am Bahnsteig 1. Die Beleuchtung ist mir so oder so gerade ein bisschen zu grell.
So, 70 Überwachung. Ausfahrt mit 40. Auch hier natürlich, gell. Normalerweise Bremsprobe, Rollprobe und. Können wir uns auch hier sparen. Ist ein Spiel. So, wie sagen wir jetzt hier eine Abweichung, was die Traktion angeht? Man könnte meinen, das Fahrzeug schleudert. Fahrmotor 4 arbeitet gar nicht mit. Hat sich komplett ausgruppiert. Okay, dann ist es so. Boah, das schaut cool aus. Da hinten alles so goldgelb. Wirklich stark. So, Zuglängenmesser wieder aktiviert. Ja, was ich meine eben, ne, hier drüben irgendwie der vierte Radsatz, der arbeitet nicht so richtig mit. Nur Radsatz 1, 2 und 3. Ach, müssen wir vielleicht, das könnte sein. Ja, das müssen wir auch machen. Auf 240 wieder hochstellen. Die Zugkraft mit 300 kN ist aber auf Maximum eingestellt. Oberstrom 600 Ampere ist auch okay. PCB Modus M, das passt soweit alles, der Rest. Na gut. Dann Zugkraft nach vorne. Volle Kraft voraus, Captain Aha. So, Höchstgeschwindigkeit aktuell. Wieder 120. Nimm doch an. Ach. Jetzt. Also ich habe da gerade nicht gesehen, ob da irgendwas dran war. An dem Signal. Beziehungsweise ob das überhaupt für unsere Fahrtrichtung war. Weil ich hier nach unten gucken musste. So, aber hier wieder volle Kraft voraus. Die 120 selektiert. So. Eingeloggt. Und los geht's. Jetzt auch die Berge richtig schön und sogar die Sterne funkeln schon oben am Himmel. Können wir das hier unten noch irgendwo dimmen? Nee. Macht dann nicht so richtig. Okay. So, wir sind beim Streckenkilometer 19,7. Dornbirn-Hattlerdorf kommt in 4,5 Kilometern. Bis dahin ist aber erstmal nichts, was uns irgendwie einschränkt. Es sei denn natürlich, irgendwo bekommen wir Vorsicht angezeigt am Vorsignal. Und genau. Die Schutzstrecke kommt dann noch. Die dürfen wir nicht verpassen. Ansonsten kommen wir nochmal ganz kurz hier in den Plan rein. Ja, einfach wieder zurück nach Rankweil. Das sollte kein Problem sein. Dreimal grün. Ja, was treffen uns jetzt noch so für Besonderheiten während der Fahrt? Auf der einen Seite haben wir natürlich Nacht. Das sorgt für ordentlich Müdigkeit. Wir haben Geschwindigkeitsänderungen, die natürlich nicht vorangekündigt sind, weil sie so geringfügig sind, dass man das bei den ÖBB gerne ignoriert. Die Geschwindigkeitsänderung ist halt auch kleiner als 10% und da wird das hier definitiv nicht vorsignalisiert. Also sogar kleiner als 10% jetzt in dem Fall.
Aber es müsste eh gleich wieder auf 120 hochgehen. Das sind immer nur ja, so ganz kurze Stückchen, wo man hier etwas langsamer fahren muss. Einfach damit man eben wach bleibt, ne? So, da vorne schimmert auch was blau. Entweder sind das die Bahnsteigsanzeigen. Ja, genau, sind sie auch. 110 gelten weiterhin. Und da vorne müsste irgendwo gleich nochmal die 120 kommen. Die höchste Lichtstellung haben wir auch schon, okay. Und das ist jetzt eben auch, ja, bald dann Güterzugzeit. Ich meine, im Spiel ist gerade erst 18 Uhr, also da, ja klar, da rollen natürlich auch schon Güterzüge, wie den ganzen Tag über auch. Aber so richtig, das Treiben in der Nacht fängt dann ja, gegen 22 Uhr, 23 Uhr an. Bis Mitternacht ist es dann eigentlich voll ausgerollt. Da ist dann so ziemlich fast alles unterwegs. Und ja, früh am Morgen dünnt sich das dann eben nach und nach immer mehr aus, weil dann halt auch wieder die Pendlerzüge reinkommen. Aber gerade so in den Bereich zwischen 24 Uhr bzw. 0 Uhr und ich sag mal, 4 Uhr, 5 Uhr am Morgen, da ist so die Hauptgüterzugzeit, wo eben viel rollt. Mit ja, zunehmender Uhrzeit sinkt aber dann der Güterzugpegel wieder. Einfach dadurch bedingt, dass auch die Züge irgendwann am Ziel ankommen. Ja, und dass die, oder dass eben einige Leistungen auch nicht die komplette Güterzugzeit hindurchfahren. Um 8 haben wir es jetzt erst. Also von der Uhrzeit, ja, noch keine Nacht. Auch wenn es draußen schon so ausschaut. Ah, das ist wirklich cool gemacht. Und auch hier, wenn man jetzt mal sieht, ne? Das strahlt eben die Lokomotive hier auch an Licht einfach raus. Und das ist jetzt wirklich unter Fernlichtbedingungen. Und wenn man sich das jetzt mal mit einer Altbau-E-Lok vorstellt, ja, da hast du gefühlt gar keinen Lichtkegel, der überhaupt unten im Gleis ankommt, sondern ausschließlich die reflektierenden Signalschirme oder Signaltafeln geben einen dann darüber Aufschluss, was wirklich vor einem ist. Und genau deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man, wenn man sich gerade bei Nacht irgendwo im Gleisbereich aufhält, als ja, Bahnbetriebler, dass man da eben eine Warnweste trägt, die ja, fluoreszierende, rückstrahlende Streifen drauf hat, damit man eben die Person sehen kann. Und ganz wichtig ist es auch immer so eine richtig große Gefahr, wenn man diese ja, Warnwesten, allgemein Warnkleidung halt, zu heiß wäscht, dann kann es passieren, und das sieht man bei Tage nicht, dass sich diese ja, silbern wirkenden Reflexionsstreifen, dass die quasi ja, zerstört werden in ihrer Oberflächenbeschichtung. Und wenn das geschehen ist, dann sehen sie zwar optisch immer noch so aus, als würden sie funktionieren, allerdings wenn man dann in der Nacht angestrahlt wird, ja, dann leuchten die nicht wirklich zurück bzw. reflektieren nicht mehr ordentlich, und das bekommt man dann zumindest als Kleidungsinhaber meistens eben nicht so wirklich mit, sondern eher dann die Person, die versucht, einen zu sehen. Deswegen da größte Obacht geboten und immer drauf gucken, was bei dieser Kleidung für Temperaturen zum Waschen dran stehen. Also heute auch mal ja, eine Haushaltsempfehlung, dass man da eben achtsam ist. Das betrifft eben hauptsächlich Eisenbahner, beziehungsweise natürlich auch Leute, die irgendwo ja, im Straßenbau zum Beispiel arbeiten oder allgemein Personen, die halt Warnkleidung tragen. So, 160 darf gefahren werden und da vorne kommt ein Täfelchen, unbeleuchtet. Hauptschalter offen. Schutzstrecke da, Fahrradspannung weg, trotzdem schüttelt es das Fahrzeug durch, als hätten wir irgendwie Traktion aufgeschaltet.
tasten wieder rein. Sehr cool, dass auch hier die Personen irgendwie so vom Bahnsteig, von der Bahnsteigkante weggehen. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das DTG wirklich so programmiert hat, dass die Fahrgäste sich jetzt von der Bahnsteigkante entfernen, wenn man dann mit dem Zug angerollt kommt. Fände ich auf jeden Fall cool, weil wir haben es so oft in dem Spiel, in den Vorgängerversionen gehabt, dass die Leute entweder ja, de facto schon halb im Zug standen, beziehungsweise so nah an der Bahnsteigkante, dass man die eigentlich in Natura durch den Luftzug ja, in den Zug reingezogen hätte. Also, wenn sie das umgesetzt haben, Respekt, sehr schön gemacht. Und halt erwarten, Vorsicht. Die Bremsen sind nicht wirksam, Lokomotive redet nicht mehr mit uns. Na komm, stärker reinbremsen. Jetzt ist die Zugkraft wieder da, okay. Oder zumindest die Spannung, die durchgeleitet wird. Aber das ist doch noch nicht Rankweil, oder? Nee, das ist Götzes. Schön langsam machen, wir haben Zeit. Ein Güterzug hat keinen Fahrplan. Sagt man sich zumindest gerne als Lokführer, weil in der Regel, zumindest in Deutschland, ja, wirklich die wenigsten Güterzüge tatsächlich nach einem Fahrplan verkehren. Klar, für die Züge wird auch ein Fahrplan ausgestellt, aber die Zeiten, die da drin stehen, naja, man könnte teilweise meinen, dass die fiktiv sind. Dadurch begründet, dass eben ja, die Güterzüge in der Regel so oft außerplanmäßig fahren, also außerhalb des vorhergesehenen Zeitslots. Wir können auf die 70 gleich hoch. Das Signal ist ja frei geworden. Genau, Rankweil kommt erst in roundabout 7 Kilometern, ist also noch ein kleines Stückchen. Einmal am AS vorbei. Die Restriktion hat sich auch aufgelöst und wir können bis auf die 120 hoch. Haben wir eigentlich noch einen Leerzug? Ja, ich sehe es jetzt nicht. Aber bei Nacht sind ja bekanntlich alle Wagen leer. Nein. Das ist kein Indiz dafür. Nur weil wir die Ware nicht sehen, heißt es nicht, dass da keine drauf ist. Das ist so nach dem Motto Vogel-Strauß-Prinzip, Kopf in den Sand stecken und ja, man sieht nichts und dann kann man die 120 auch fahren, ne? So, 150. Was jetzt eben wirklich auch angenehmer wäre, wenn wir an der Seite, ja in Österreich heißt es nicht Ebuda, sondern ja, einfach den Fahrplan offen hätten, inklusive der Eintragungen für die Streckenhöchstgeschwindigkeiten, beziehungsweise die Zughöchstgeschwindigkeiten, also unser Informationssystem, unser Tablet, weil dann würden wir nämlich auch die Geschwindigkeitsveränderungen sehen können, die eben ja, sehr geringfügig sind, bei denen wir aber trotzdem abbremsen müssen. So, wir sind gerade schon durch den kleinen Tunnel durchgefahren. Das bedeutet für uns, ich glaube, hinter dem nächsten Bogen müsste dann schon Rankweil kommen.
Wir gucken jetzt mal nicht im F1-Menü nach, sondern vertrauen auf unsere Streckenkundigkeit. Wir lassen den Zug erstmal rollen, ohne irgendwas reinzubremsen. Das können wir dann noch früh genug tun. Da vorne leuchtet schon irgendetwas gelb. Es könnte aber auch ein Haus sein, was gelbes Licht hat. Wahrscheinlich nochmal eine Haltestelle davor. Streckenkilometer 40. Genau, und Vorsicht. Wir legen die E-Bremse mal schön stark rein. Und jetzt schön gemütlich, genüsslich auf das Haltzeigende zurollen. In dem Fall dürfte es das Einfahrsignal noch sein. Wir haben die 40 auf dem Tacho drauf, können das Fahrzeug jetzt wirklich rollen lassen, ohne weiter zu bremsen. Und den Rest machen wir dann, wenn wir das rote Lämpchen sehen. Ja, der Zug verzögert jetzt sowieso noch ein bisschen. Wir haben auch schon sehr früh runtergebremst. Und ich sag mal, der Weg bis zum Signal beträgt noch mindestens 500 Meter. Da haben wir also auch, ja, durch die Blume hinweg gesagt, noch alle Zeit der Welt. Da taucht schon was Rotes auf. So, jetzt legen wir die E-Bremse wieder voll rein. Erste Knacke, zweite Knacke. Da ist auch schon was frei geworden für uns. Da geht es als Verschubfahrt rein. Ja, wir halten aber trotzdem noch mal ganz kurz davor an. Das machen wir hier nicht einfach so in einem Rutsch. So, Zugkraft wieder auf 0. Bremse auslösen. Und dann geht's als Verschubfahrt weiter. So, ist jetzt nur die Frage, ob sich die Lokomotive auch wirklich in Bewegung setzt. Und irgendwie kommt da und passiert da nichts. Jetzt, okay. So, bei Dunkelheit machen wir natürlich etwas langsamer. Zugbeeinflussung. Befehl 40. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Zack. So, wir haben eine 14 da vorne. Die interessiert uns jetzt aber eigentlich gar nicht mehr, weil die Geschwindigkeiten erreichen wir heute nicht mehr. Aber vielleicht schon mal ganz kurz allumfassend gesagt, wenn du dich für das Szenario bzw. überhaupt den Simulator interessierst, dann findest du alle drei Versionen von Transom World 4,
die es aktuell gibt, unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Da gelangst du dann zum Partnershop von GamesPlanet und kannst eben bei Interesse darüber den Simulator bestellen. Aktuell gibt es darauf auch noch einen Rabatt. Wie lange der genau hält, weiß ich jetzt allerdings nicht. Auf jeden Fall aktueller Standpunkt oder aktueller Zeitpunkt ist dieser Rabatt noch verfügbar. Ebenso, das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, wie auch auf andere Produkte von Dovetail Games, die über GamesPlanet angeboten werden. Denn ja, die Spiele oder die DLCs, die Zusatzinhalte sind da aktuell in den Flash-Deals, ja, so einfach in den Rabattaktionen enthalten. Und vielleicht kann da der ein oder andere einen doch sehr günstigen Preis für die Add-ons schießen, die er ja, haben möchte, für die sich interessiert. Auf jeden Fall einfach mal reingucken. Ja, wie gesagt, sind halt Affiliate-Links. Ihr bezahlt da jetzt auch nicht irgendwie mehr darüber, wenn ihr darüber bestellt, sondern habt genau denselben Preis. Aber der Kanal wird eben dadurch passiv unterstützt. Ja, wenn wir da vorne angekommen sind, bei dem kleinen Kegelchen, dann ist auch leider schon das Szenario zu Ende. Wir rüsten, glaube ich, nur noch die Lokomotive ab und genau, dann geht es in den Endscreen hinein. Auf jeden Fall war die Fahrt richtig toll. Es war so ein bisschen, ja, ich sag mal, umständlich, was dann das Kopfmachen anging. Also da hätte ich mir vielleicht, ja, einfach das F1-Menü direkt von Anfang an einschalten sollen, damit ich genau die Reihenfolge so durchgehe, wie das die Simulation haben möchte. Weil wenn man das eben nicht genau einhält, dann, ja, passiert nämlich genau das, was passiert ist. Dann spukt der Simulator so ein bisschen. So, und dann die E-Bremse voll reinhauen. Na gut, ein bisschen früh angehalten, aber ist auch okay. Bremse ist bitte in VB zu legen. So, wir machen das F1-Menü. Was ist denn jetzt so los? Wir machen uns das F1-Menü auf. Stellen Sie den Kombihebel auf aus. Bremsen ist hier nicht okay. Dann neutral. Schlüssel raus. So. Gute Arbeit, Lokführer. Das war eine längere Schicht als erwartet, aber Sie werden froh sein, dass Ihr Ersatzfahrer hier auf Sie wartet. Sie können sich eine wohlverdiente Pause gönnen und ein heißes oder kaltes Getränk Ihrer Wahl genießen. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Und in dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und allseits gute Fahrt.